So, das Video soll euch das Programm Tangle etwas näher bringen. Wir beginnen bei der Funktionsweise und fangen erstmal unabhängig davon an, also unabhängig von Tangle an, wie normale Multiplayer-Spiele im Internet funktionieren. Wir nehmen hier mal das Beispiel Warcraft und deshalb heißt unser Server hier auch Blizzard. Und der fragt den CD-Key ab. Das funktioniert so, wenn ihr in den Multiplayer-Modus von einem Spiel geht, verbindet ihr euch mit dem Battle.net-Server im Fall von Blizzard. Dort wird euer CD-Key abgefragt. Der wird natürlich nur als valide erkannt, wenn ihr das Spiel gekauft habt. Also es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Server und euch und zwischen dem Server und eure Mitspieler. Der Server ist euch quasi zwischengeschaltet, so wie es hier abgebildet ist. Bei Tangle funktioniert das alles etwas anders. Da kommen wir auf die nächste Folie. Tangle ist hier oben. Es gibt zwar einen Server bei Tangle, der vermittelt euch aber nur. Das Spiel selbst geht peer-to-peer, also direkt von euch zu eurem Mitspieler. Und um das zu realisieren, wird hier ein Virtual Private Network aufgebaut. In dem Spiel wird quasi vorsimuliert, dass ihr im LAN-Modus spielt, also der Mitspieler direkt neben euch sitzt und das Spiel denkt dann sozusagen, es wird überhaupt keine Internetverbindung aufgebaut und dann wird auch der CD-Key nicht geprüft. Und ihr müsst euch nicht im Battle.net anmelden. Okay, so viel zur Funktionsweise. Jetzt kommen wir mal dazu, wo wir Tangle herbekommen, wie wir es installieren und wie wir es dann später einsetzen können. So, um jetzt an Tangle ranzukommen, begebt ihr euch auf tangle.net. Link ist in der Beschreibung. Ihr müsst euch dort einen Account anlegen. Das klappt, wenn ihr hier auf Gratis-Account klickt. Dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem ihr euch einfach nur registrieren müsst. Hier diese Regeln akzeptieren. I have read, understood and agree with rules and conditions. Continue registration. The registration. Und dann müssen ein paar Sachen eingetippt werden, natürlich die E-Mail-Adresse, Passwort und euer Username, Zeitzone, dann das Capture eingeben und auf Register. Dann bekommt ihr eine E-Mail, bestätigt die Registrierung und dann gehen wir auch schon zum nächsten Schritt und gehen nochmal auf Tangle.net zurück und hier auf Download. Download. Und hier ladet ihr euch dann die aktuelle Version von Tangle herunter, nachdem ihr die Werbung hier weggeklickt habt. Die aktuelle Version jetzt im Moment ist 4412 und nochmal Werbung. Ja gut, irgendwie muss es sich ja auch finanzieren. Ein bisschen tricky, wie man es hier wegkriegt. Ich glaube so, ne? Okay, und dann, da seht ihr auch, für welche Betriebssysteme es alles geht. Wir laden Tangle mal herunter. Wir werden dann zu chip.de weitergeleitet, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Tja, kommen wir auf chip.de. Klicken hier auf zum Download. Klicken hier nochmal. Schließen gleich im Hintergrund mal die Werbung. Und laden hier die Exe herunter. Ist auch eine sehr kleine Datei, 3,7 Megabyte nur. Es dann heruntergeladen ist, öffnen wir es hier mit einem Doppelklick. Bestätigen hier das Ausführen. Sprache Deutsch in meinem Fall. Und gehen jetzt einfach den Assistent durch. Es soll überprüft werden, ob bereits eine neuere Version verfügbar ist. Benötigt eine Internetverbindung? Ja, können wir mal machen. Gut, wir haben die aktuelle und weiter geht's. Dann werden ein paar Sachen nachgeladen, also die kleine Datei relativiert sich dann. Aber immer noch klein. Gut, wir machen nochmal die benutzerdefinierte Installation, dass sich da keine Sachen unterschieben, die wir nicht wollen. Ja, gut, schiebt sich anscheinend nichts unter. Also ich meine jetzt Toolbars und solche schönen Dinge.
Es wird dann wahrscheinlich ein Neustart nötig sein. Das liegt daran, ich habe es euch ja vorhin schon erklärt, dass da ein Virtual Private Network aufgebaut wird. Dadurch wird ein quasi ein neuer Netzwerkadapter angelegt. Und das macht dann eben einen Neustart vermutlich erforderlich. Ich lasse euch aber nicht warten, den Neustart schneide ich dann aus dem Video raus. Können auch gleich mal schauen, ob das passiert, was ich da prophezeie, indem wir auf unsere Netzwerkadapter gehen. So, jetzt wird eine Seite geöffnet wahrscheinlich. Genau, man soll sich jetzt hier registrieren. Dies also, ihr müsst könnt es vorher machen oder nach dem Setup. Die Seite öffnet sich dann und jetzt müssen wir neu starten. Wir schauen aber erst vorher mal in den Netzwerkadaptern. Jetzt muss ich hier gucken. Netzwerkinstallation ist nicht Netzwerkverbindung. Da müssen wir richtig sein. Jawohl. Ist das schon Tangle? Ja. Hier seht ihr LAN-Verbindung 3, LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet und Tangle. Und jetzt starten wir den Computer neu und ich schneide es raus. Wir sehen uns später. So, jetzt ist Windows gerade fleißig am Starten. Tangle ist auch immer noch Beta, also schon sehr lange, aber funktioniert eigentlich. Seht ihr jetzt hier am Shortcut, ja, an der Verknüpfung auf dem Desktop, dass es eine Beta-Version ist. Ich lasse mein Windows jetzt hier nochmal fertig laden. Und dann starten wir Tangle gleich. Vielleicht hat sich es auch gleich in Autostart gelegt, wenn wir gleich sehen. Sieht nicht so aus. Okay, dann einfach Tangle starten. Doppelklick auf die Verknüpfung auf dem Desktop. Start kann sich etwas hinziehen. So, jetzt ist es geöffnet und jetzt werden wir normalerweise nach Benutzernamen und Passwort gefragt. Das hat auch seine Begründung, warum man sich da anmelden muss. Und nicht einfach so spielen kann, werden wir gleich sehen auch. Also wie gesagt, es lädt etwas länger. So, unten können wir jetzt Nickname. Das ist in meinem Fall der Troubler. Und Passwort eingeben. Können wir auch speichern und Auto-Logon aktivieren und loggen wir uns mal ein. Da wird auch immer gleich die Version geprüft. So, Passwörter. Nee, wir wollen kein Thema geöffnet haben. Habe ich wohl das Passwort vertippt? Muss ich nochmal richtig eintippen? So, jetzt sind wir eingeloggt. Und jetzt haben wir hier verschiedene Funktionalitäten. Also das Wichtigste ist, wenn wir jetzt einfach mal ein Spiel online spielen möchten, benutzen wir hier die Netzwerksuche und wir haben ja, ich habe es ja vorhin schon mit dem Beispiel Warcraft gemacht, also bleiben wir jetzt auch dabei. Suche ich zum Beispiel nach Warcraft und habe hier Warcraft The Frozen Throne, das ist das Add-on. Mache jetzt hier einen Doppelklick drauf und werde dann in das Netzwerk eingeloggt. Das dauert auch einen kleinen Moment. So, da sind wir jetzt drin. Und jetzt ist auch die Funktion, die ich vorhin erwähnt habe, dass man einen Benutzernamen hat, warum die sinnvoll ist. Ihr seht ja schon, hier sind eine Menge andere Nutzernamen. Das sind jetzt die, die online sind. Mit denen kann ich jetzt hier chatten. Also zum Beispiel ausmachen, dass jemand das Spiel aufmacht oder dass ich eins aufmache, was wir spielen wollen. Und ich kann sogar dann einen Rechtsklick auf die machen und zu meiner Messenger-List hinzufügen. Habe hier sogar noch einen Messenger, mit dem kann ich dann direkt privat quasi chatten. So, und ich sehe auch schon, wenn ich hier mit der Maus über die verschiedenen Teilnehmer fahre, die Ping ist hier relativ schlecht.
kann jetzt an mir oder an denen liegen. Da 79, naja, dann wird es wohl eher an den anderen liegen. Wenn ich doch so eine Ping hinbekomme, 93. Also deshalb ja auch hier unten dieses gelbe Smiley. Wenn es grün ist, ist die Ping besser. Und jetzt starten wir mal ein Spiel und schauen, ob es denn funktioniert. Und wichtig ist halt auch immer, dass ihr in den Raum geht von dem Spiel, das ihr eben spielen wollt. Wir starten jetzt hier mal Frozen Throne. Ich glaube, es müsste auch noch zu sehen sein, dann hoffe ich zumindest. Ich habe jetzt kein Fraps, ich benutze noch mein Camtasia Studio. So, jetzt sind wir hier in Warcraft 3 Frozen Throne. Bisschen kleine Auflösung macht uns aber gar nichts. Wir hüpfen mal ins Local Area Network. Und sehen schon, jawohl, also es hat geklappt. Dort öffnet sich ein Spiel, das heißt, wir sind mit Tangle verbunden. Und können auch jetzt hier zum Beispiel ein eigenes Spiel eröffnen. Dazu müssen wir hier ein Player Name eingeben. Das ist ein nicht der Battle.net Account, das ist irgendein Name. Dann mache ich mal hier ein neues Spiel auf und dann können wir mal gucken, ob vielleicht andere joinen. Mein Frozen Throne. Ich meine, Dota oder. Ja, wobei, wir machen einfach mal ein normales Spiel auf Create Game. So, und jetzt sollten andere Spieler, die eben auch Tangle installiert haben, die Möglichkeit haben, dem Spiel beizutreten. Ich mache das jetzt nur, um mal die Verbindung zu demonstrieren, dass das halt eben funktioniert. Ich habe jetzt noch ein paar Computer-Mitspieler hinzugefügt, dass es dann für die anderen so aussieht, als wären hier schon welche im Raum. Das motiviert die dann oft, dem Raum beizutreten oder dem Spiel. Aber es lässt sich im Moment gerade keiner reinloggen. Wir können es auch mal abbrechen. Selbst versuchen in unserer. Jawohl, ja, da haben sich jetzt schon mehrere geöffnet. Also wir können jetzt hier zum Beispiel in das Spiel reinkommen. Und da passiert es dann auch, hier wird gleich die Karte runtergeladen. Die habe ich noch nicht drauf. Ich gehe aber hier wieder raus. War ja nur zu Demonstrationszwecken. Okay, gut. So viel jetzt erstmal zur Funktionsweise. Bei mir hat es auch gleich funktioniert. Jetzt kann es bei euch natürlich passieren, dass Tangle nicht gleich funktioniert, wie soll. Dann solltet ihr zwei Sachen beachten. Nummer 1, Windows Firewall abschalten. Das geht in Windows XP und Windows Vista und Windows 7 über die Systemsteuerung. Also falls der Windows Firewall ist, falls ihr natürlich andere Firewalls habt, solltet ihr die abschalten. Zumindest für die Zeit, in der ihr spielt. Zum Beispiel, ich meine hier, wäre es Windows Sicherheitssender. Ja, wobei Windows Firewall, da haben wir sogar einen eigenen Punkt. Kann aber natürlich sein, sogar aktiv hier. Also bei uns hat sogar funktioniert, dass er aktiv ist. Dann ist das also kein Problem wohl. Also falls es aber, wie gesagt, bei euch nicht geht, mal ausprobieren. Und das nächste ist euer Router. Der hat nämlich auch einen eingebauten Firewall. Dort solltet ihr euer UPnP aktivieren. Wir schauen uns das jetzt mal beispielhaft an einem D-Link DIR615 an, wie wir da in die Einstellungen kommen, um eben UPnP zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Also ich surfe den Router an mit 192.168.0.1. Das ist die IP des Routers. Müsst ihr gucken, wie die bei euch lautet. Steht im Handbuch oder hinten auf dem Router drauf. Das gleiche gilt jetzt für Benutzername und Passwort. Entnehmt ihr dem Handbuch. So, und hier gehen wir auf Erweitert und auf Erweitertes Netzwerk. Und hier sehen wir, hier ist UPnP aktiviert und das lassen wir auch so. Steht ja auch hier Peer-to-Peer Plug-and-Play. Und das ist ja genau das, was wir wollen, eine Peer-to-Peer-Verbindung aufbauen. Also das sollte aktiviert sein und Firewall deaktivieren, dann sollte dem Spielspaß eigentlich nichts mehr im Weg stehen.